Heilen mit Tieren, das haben sich Andrea und Michael Querling auf die Fahne geschrieben. Seit sie in der Voreifel in der Nähe von Zöpich einen Pferdehof bezogen haben, kommen immer mehr Patienten zu ihnen, um die wohltuende und heilende Wirkung des Umgangs mit Tieren und Pferden zu erfahren. Mein Name ist Andrea Querling, ich bin Physiotherapeutin. Mein Name ist Michael Querling und ich bin Reittherapeut. Wir haben seit 4 Jahren hier einen therapeutischen Reitbetrieb und haben hier sehr unterschiedliche Patienten, sowohl von kleinen Kindern mit Down-Syndrom, die jüngsten sind 2 Jahre alt, bis zu 70-jährigen Patienten mit Hörschäden oder geistiger Behinderung, psychische Erkrankungen, also ganz gemischt, oder MS-Patienten mit Spastiken. Wir haben unterschiedliche Krankheitsbilder und die Patienten kommen in der Regel einmal die Woche zur Reittherapie. Eine halbe Stunde dauert diese Therapieeinheit und wir betreuen sie eben sowohl von der physiotherapeutischen Seite wie eben auch hauptsächlich durch die Reittherapie. Wir arbeiten, also die wichtigste Idee ist eben, dass wir über diese dreidimensionale Bewegung des Pferdes die Bewegung auf den Patienten übertragen, weil die meisten Patienten haben eine Muskelschwäche, vor allem im Rumpf, also niedrigen Tonus, und über die Bewegung des Pferdes wird der Tonus gestärkt, gekräftigt, und auch die dreidimensionale Bewegung des Pferdes wird auf den Patienten übertragen, was dann unter anderem Gangstörungen verbessern soll. Für die Querlings war es natürlich nicht leicht, so ein für Mensch und Tier ideales Objekt zu finden. Wir haben also lange Zeit gesucht nach einer Immobilie für Pferd und Mensch und haben dann durch Zufall hier dieses Objekt gefunden, Haus Pech in Mülheim-Wichterich. Sind sehr glücklich, dass wir also hier mit Pferden, Tieren generell zusammenarbeiten können und mit Klienten und dementsprechend halt auch den Klienten großen Nutzen bringen können. Doch nicht jeder Patient kommt gleich mit einem Tier klar. Daher haben die Querlings sich Gedanken gemacht. Und da haben wir halt unser Konzept so aufgebaut, dass wir gesagt haben, dass wir mit den Klienten erstmal zu den Hühnern gehen, Hühner füttern, Gänse füttern. Im Anschluss gehen wir mit den Klienten dann zu unseren Schafen. Wir haben 8 Schafe, Kamerun-Schafe hier, die im Herdenverband auch draußen auf der Weide leben. Und dort gehen wir dann hin und die werden dann auch gestreichelt. Die legen sich hin, lassen sich auch dementsprechend kraulen. Im Anschluss gehen wir dann zu unserem Miss Piggy, das ist unser Hofschwein. Und das lässt sich halt auch gerne kraulen, legt sich auch auf die Seite. Und dadurch werden natürlich ganz viele Ängste erstmal weggenommen, um dann halt später auch zu den Großtieren, sprich zu den Pferden zu kommen. Und dann halt die Berührungsängste vorher schon abgebaut zu haben. Dem Patienten scheint es Spaß zu machen. Okay. Die Mütter unserer beiden Patienten heute erklären, warum sie so gerne hierher kommen. Mein Name ist Hedwig Ech, das ist mein Sohn Daniel. Daniel ist jetzt 2 Jahre und 8 Monate alt und Daniel hat das Down-Syndrom. Das ist ein genetischer Defekt, den die Kinder quasi von Geburt an haben. Ja, und wir kommen jetzt hier zum Herrn Querling seit circa 8 Monaten zum Reiten. Weil verbunden mit dem Down-Syndrom ist so ein etwas schlaffer Muskeltonus. Das heißt, die Kinder sind nicht so beweglich wie gesunde Kinder. Und das Reiten tut dem Daniel sehr gut. Also seitdem wir jetzt hier reiten gehen, fängt er an und kann schon alleine stehen und fängt jetzt auch so ein bisschen an zu laufen. Das heißt vor allen Dingen, seine Rückenmuskulatur hat sich wesentlich verbessert durch die Reittherapie. Mein Name ist Sonja Krittel, das ist die Katharina Krittel, die wird dieses Jahr 12 Jahre im August, hat multiples Fehlbildungssyndrom, man kann das nicht genau zuordnen. Schwerpunktmäßig hat sie auch einen schlaffen Muskeltonus halt, und sie ist gehörlos und hat somit auch ziemliche Probleme mit dem Gleichgewicht. Und deswegen reiten wir hier, um zum einen halt die Muskulatur zu stärken halt und auch die Gleichgewichtsproblematik in den Griff zu kriegen. Und ich denke, also wir machen das noch zusätzlich zu unserer Ergotherapie und Physiotherapie. Insgesamt machen wir 6 Jahre, hier schon 3. Ich glaube auch, dass sie es so lange, wie sie es möchte, weitermachen sollte, um einfach nicht wieder einen Rückschritt zu machen. Sie hat ziemliche Fortschritte gemacht, dass sie einfach Muskulatur gestärkter ist. Früher konnten wir gar nicht laufen, jetzt schaffen wir es ein bisschen an der Hand, ein paar Schritte zu machen, auch stabiler auf dem Pferd zu sitzen. Die Querlings berichten, dass mittlerweile die Patienten auch schon weite Entfernungen in Kauf nehmen, um zur Therapie zu ihnen zu kommen. Wenn auch Sie an dem Thema der Therapie mit Tieren interessiert sind, schauen Sie doch mal auf der Webseite der Querlings vorbei.